Wait a second, das sicher jetzt erst. Dass sie nur auf einer eine Verbindung hatten. Schon mal gut zu wissen. Das kann ich auch wieder so normaler machen. Bauen wir das aus, ja, würde ich sagen, oder? Dann können wir hier vorne gleich das Busdepot bauen. Nachdem wir mal wieder Geld reinbekommen haben, haben wir doch ein bisschen ausgegeben. Hui, hui. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen sehr viel. Haben wir eigentlich hier vorne? Nee, noch nicht. Was haben wir denn für Richtlinien überhaupt? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Was haben. Ach ja, ne, hä? Ich verwirrt. Plastic Recycling. Hundert rum. Wir haben 6400 etwa. Wobei ich das für die komplette Stadt nehmen würde. Vielleicht noch was? Ich habe jetzt wollen wir was mit dem Personennahverkehr. Wir bauen ihn erstmal auf und gucken dann, ob sich das lohnt. Recycler gespielt beim Thema Umweltverträglichkeit eine große Rolle, aus einer verringerten Müllansammlung etwas verringert Steuereinnahmen. Ja, passt. Wasserverbrauch ist nicht so wirklich relevant, nicht so wirklich wichtig. Haben wir hier vielleicht was für das Gebiet noch sinnvoll wäre? I don't know, ich würde schon sagen. Ja, weniger. Oh Gott. Was haben wir hier? Aus Wasser Dings Austritt und so. Puh, ja, sind ja schon einige Leute haben wir jetzt verloren, aber wir steigen trotzdem stetig, das ist schon mal gut. Die Einnahmen sind relativ solide. Ich will jetzt aber auch noch nicht ein Busdepot bauen. Wer ist ja ein Busdepot, 30.000 und halt 720 die Woche. Busdepot für Biotreibstoffbusse, das würde man natürlich bauen, weil wir halt eine grüne Stadt sind. 960 die Woche.
Ja, da würde ich allerdings erstmal so einen kleinen Profit haben. Das heißt, wenn wir bei 100.000 sind, machen wir das. Aber fangen wir dann damit an. Dauert noch ein bisschen, ich weiß, tut mir leid. Moment, passt das denn überhaupt? Wo wir jetzt gerade das Geld haben, passt das denn überhaupt? Das Depot hier hin. Ja, es passiert. Das ist perfekt. Bauen wir es nämlich hier hin. Vorerst. Bzw. zuerst. Bauen wir aber an dem Industriegebiet weiter. Wer weiß, vielleicht ist das irgendwann mal nicht mehr, aber aktuell ist es noch da. Scheiße. Oh, gehen wir Festball ab. Puh. Okay, was wir ganz dringend machen müssen. Wobei, wir bekommen auch Strom von unten, ne? Das ist die Frage, die Stromzufuhr von diesem ganzen Gebiet haben wir dadurch halt nicht mehr. Deswegen machen wir das, denn wir sind ja klug, machen wir das so. Ich renne den ganzen Kram hier hoch. Das wird bestimmt alles schön aussehen, weil das hier alles so hügelig ist, aber ein bisschen Abwechslung oder so, ne? Man kennt's. Wahrscheinlich müssen wir den ganzen Traffic jetzt noch ausschalten. Wobei ich vielleicht hier doch sogar eins haben möchte und hier. Hier allerdings nicht. Hier auch nicht, mit der Vorfahrtsstraße und so weiter, den Quark machen wir später noch. Vielleicht kriegen wir da wieder jetzt einen besseren Flow rein. Wasser. Und normale herkömmliche Industrie. Können wir vielleicht hier hinten sogar ein Recycling Center noch mitmachen, oder? Macht das überhaupt Sinn? Mülldeponie-Auslastung. Geht das auch in die Mülldeponie? Müllproduktion? Recycling Center? Verarbeitungsleistung? Müllverarbeitungskapazität 24.000? Was? Haben wir nur eins davon? Nee, kann doch gar nicht sein. Moment, das ist die Verarbeitungskapazität, Verbrennungsanlagenkapazität, Einheiten pro Woche, Müllproduktion, Einheiten pro Woche. Ich bin jetzt verwirrt. Wenn wir das reinpacken, dann erhöht sich die Verbrennungskapazität. Wir haben 278.000, okay. Wir verbrennen gerade mehr, als wir brauchen, und wir haben kein Geld. Huch. Da war ja was. Egal, wir verbrennen das schon mal gut, dann können wir hier auch. Ach Gott, was ist denn das für ein Mist hier? Wobei ich gerade sehe, ich würde das Ganze gerne hier so haben. Hier.
hier vielleicht nicht. Dann möchte ich wieder hier auf dieses Gebiet gehen. Und das Gebiet. Machen wir erstmal so, mal gucken. Mal gucken, was raus wird. Wir haben ja gerade einen relativ großen Demand dafür. Apropos Demand, ich will das Ganze. Density-Gedöns hier nochmal gerne weiter ausbauen. Heißt. Hier erstmal den ganzen Leuten sagen: Tschüss, auf Wiedersehen. War hier nur auf dieser kleinen Passage, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Hier auch wieder so ein kleines bisschen und dann geht es wieder größer. Ups. Zap, 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 zap. Und zack. Und zack, 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 zack. Verdammt. Ja, schon was sagen, gehen wir auch noch auf Bürogebiet. Wollen wir hier vielleicht so einen größeren Park noch machen? Wobei vielleicht noch nicht, weil wir nicht genügend. Moment, reicht das mit dem Wasser da überhaupt? Ja, reicht. Huh. Das reicht. Das ist gut. So, die bauen sich jetzt auf. Die bauen sich auch auf und aus. Polizei habe ich noch gar nicht geguckt nochmal. Kriminalitätsrate 9. Eher so in. Na gut. Warten wir mal, bis wir Geld haben, würde ich sagen, ne? Oh, Moment, wir sind ja schon fast bei 17.000. Okay, was ist bei 17.000? Doch, wir sind fast bei 17.000. Ich habe mich gerade kurz aufs Geld geguckt und dachte mir, oh nee, jetzt sind wir ja doch nicht. Aber wir sind. Ui, das ist ja schon mal. Ui, ui. Das ist sehr gut, das ist sehr schön. I like it. Ich würde ja fast sagen. Dass wir halt innerhalb diesen ganzen Gebieten halt stopp, da fällt mir auf, ich muss das District hier erweitern. Dass wir die ganzen Districts mit einem Metrosystem verbinden. Beziehungsweise, dass wir in den ganzen Gebieten selber, dass wir da halt Busse durchfahren lassen und dass wir an einer zentraler gelegenen Bushaltestelle noch eine Metro hier Dings, ne, halten lassen, eine U-Bahn. Und halt dadurch dann die Distrikte miteinander verbinden. Okay, wir erweitern. Wollen wir das hier noch auf Farm erweitern, bis wir das Ganze aus dem Boden raus haben? Das ist jetzt die Frage, ne? Also bis hierhin wollten wir es ja auf alle Fälle erstmal machen. Bis dahin machen wir das auch. Sprich, das ganze Gebiet wird dann nochmal aus Farms bestehen, bis wir das Ganze aus dem Boden rausgesogen haben. Ich glaube, wir können das rausziehen, oder? Oder habe ich irgendwie einen Mod drin? Ich weiß schon, ich weiß gar nicht mal, was für Mods ich alles drin habe. Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nichts anderes Unlimited-mäßiges drin. Und Unlimited-Ressourcen. Ich würde noch Straßenbahn nehmen, die sind am besten, am Kosten-Nutzen-Faktor, finde ich. Außerdem können die gerne in der Mitte von einer breiteren Straße fahren und stehen so nicht oft im Stau. Das ist natürlich auch sinnvoll. Das
Ja. Ich muss sowieso jetzt nochmal gucken, wie ich das Ganze hier. Also, wir haben einen riesen Platz hier noch, ne? Also, Platz zu bauen. Wie wir sehen, jetzt gerade Ebbe, massiv Ebbe. Ja, das finde ich, wie gesagt, da finden wir schon mal eine Regelung. Ich meine, wir sind ja auch ziemlich am Anfang. Wir sind ja nur bei 17.000 knapp. Wir haben noch die komplette Karte zu bebauen. Wird sowieso noch ewig dauern. Also, wir können bestimmt dann hier auf den Hauptstraßen dann. Also auf den ganzen kompletten Hauptstraßen dann ein Netz aus Straßenbahnen noch mit errichten. Also, das kriegen wir auch hin. Zumindest im Groben. Snowfall DLC habe ich. Also, ich habe jetzt die neueren nicht wie Parklife, Industries und was da noch so alles gab. Wobei, wo wir gerade auf die 17.000 warten. Mein wo sind wir gerade? Die haben wir gleich erreicht. Holy shit, das geht aber schnell. Ich kann das mal kurz nachgucken. Obwohl, bis das neue Design von Steam geladen ist, bin ich sowieso da auch schon bei 20.000. Liste. Ich hätte gerne die Liste. Da möchte ich jetzt Full List viewen. Oh, das ist so. Nein, ich. Oh, jetzt hab. Das ist so ein Käse. Das ist so ein Käse hier. Da unten haben wir es doch. Warum wurde dein Music jetzt Dings genommen? Heilige Scheiße. Also ich hab. Was hab ich denn nicht? Ich hab Mass Transit habe ich nicht. Ich habe. Lalalala. Was hab ich noch nicht? Parklife habe ich hier gesagt nicht. Industries habe ich nicht. Campus habe ich nicht. Ja. Upcoming Release ist noch nichts. Also. Das sind einige Sachen, die ich noch nicht habe. Und wir sind eine große Stadt. hervorragend, wir können ein weiteres Gebiet uns besorgen. Und nur 22. Ne, nur. Oh, 5000. Vom anderen war es von 11.000 bis 17.000. Und jetzt. Also, es ist natürlich interessant. Also, ich hätte ja. After Dark habe ich auch, ja. Oder? Ja, habe ich. Meine ich, oder? Nee, habe ich nicht. Oder? Ist das sortiert? Nee, das ist doch. Ich hab's. Ne, ist. Oh Gott. Das ist nicht sortiert. After Dark habe ich. Heilige Scheiße. Moment, was können wir denn jetzt nochmal mit 17.000 machen? Krematorien, hervorragend. Ja, jetzt haben wir 100.000. Dann können wir ja das Depot platzieren. So, dann würde ich auch auf den Six Lane, okay, das passt. Dann würde ich hier auf den Six Lanes auch gerne. Okay, du wirst nur bis hier. Die halt auch insofern erweitern, dass es eine weitere gibt. Ne, ich habe sie in den Optionen abgestellt, beziehungsweise bei iCandy ist es, glaube ich, oder? Hier, also bei, ja, bei Ultimate iCandy, ich habe es den Circle pausiert. Kann man das eigentlich einstellen, wie schnell die Nacht ist? Nee, ne. Weil im Prinzip können wir das ja nochmal aktivieren. Mit zweifachen Speed, dann machen wir es bei zweifachen Speed. Dann erweitern wir einfach mal das Ganze hier. Weil die Brücke war halt schön, das ist natürlich jetzt schade. Es war so klar.
Es war so klar. District und zack und zack und zack. Meine Güte, das ist ja echt wieder ein dämlicher Mist hier. So, zack, haben wir das auch. Die gehen weg, das können wir wegmachen. So, dann hier wieder zurück und das da auch. Das zurück, und dann haben wir das Ganze hier wieder. Weitestgehend, Straße, dann. Zack, zack, zack. Hier haben wir ja auch schon so breite Straßen, können wir das ja mitmachen. Dieses Gebiet vielleicht so belassen. Das später bestimmt hier auch dort lang geht und es also eine größere Straße ist. Machen wir das auch mal so. In der Hoffnung, dass jetzt nichts an den ganzen Mist hier sich verändert. Okay, Busse geradeaus, das ist natürlich in Ordnung. So, haben wir schon mal zumindest für die Zukunft auch weitergebaut. War das schon mal vorbereitet. Warum habe ich das beabsichtigt gemacht? Die großen Straßen, Verbindungsstraßen. Das haben wir schon. Die ganzen Autos auch weg von der Straße. Das ist natürlich hervorragend. Muss ich jetzt gar nicht manuell machen mit dem Käse. Hier haben wir noch eine Verbindungsstraße. Und das war's. Puh. Ja. Machen wir das Ganze auch, würde ich sagen. So wie ich es vorgehabt habe. Wo starten wir denn die Linie? Dann hier. Dann hier hin. Weiter nach dort. Die hält dann dort. Ja, da wir halt so im kleineren Gebiet sind, können wir das eigentlich. Bleiben wir hier. Da ist es halt, finde ich, auch nicht ganz so relevant, dass wir. Einen längeren Weg nach dort. Dann halt immer noch mal hier. Hier gegenüber noch mal. Dort. Halten wir hier. Fahren am Busdepot vorbei und dann beenden wir das Ganze.
Die Buslinie nennen wir. Oh Gott, wie heißt das Viertel? Myrten. Oh Gott. Myrten Route 1. 13 Haltestellen. Day and Night. Biotreibstoff natürlich. Wir fahren auch nur mit denen rum. Da haben wir. Ups, gibt es andere. Gucken, vielleicht gibt es Biotreibstoffbusse im. Warum sind wir jetzt bei 10 oder 11 oder was? Ach ne, Moment. Lass uns mal zurück, wenn wir mal bei 100% brauchen wir eigentlich gar nicht. Ne? Wie viele passen in einen Bus? Zack. 30 Passagiere. Wir haben. Wir haben 13 Busse. 13 Busse, 30 Leute ist einfach zu much. Deswegen gehen wir erstmal runter auf. ...51%, heißt auf 7. Oder gehen wir auf 5 runter? Das wären 150 Leute. 150 Leute, mehr als 150 Leute, diese Linie benutzen dann. Ja. Linienübersicht. Zack. So, haben wir die schon mal. Eigentlich für dieses Gebiet brauchen wir prinzipiell keine. Prinzipiell. Wir machen mal trotzdem einen. Einfach weil wir es können. Einfach weil wir es können. So. Hier startet die Linie. Hier. Fährt hier hin. Nach dort. Vielleicht hier hin. Sehe ich natürlich nichts, danke. Dann nach dort. Fährt dann nach hier. Und beendet dann die Linie. Das ist eine andere Farbe, weil wenn wir in das Riebegebiet sind, ist es diese Farbe. Dieses Gebiet heißt Belmont Höhen. Was vermutlich das einzige ist, nennen wir es einfach Belmont Route 1. Und da brauchen wir. Jetzt ist natürlich die Frage. Für die Linie individuell dann. Hier brauchen wir, glaube ich, nur einen Bus. So, weiter im Text. Jetzt haben wir hier natürlich ein verdammt riesig großes Viertel. Danke dir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke fürs dabei sein. Oh, das ist ein fucking großes Gebiet. Das Gebiet erweitert sich später noch, das können wir erstmal außer Acht lassen. Das ist hier prinzipiell gesehen auch. Für dieses Gebiet bräuchten wir sogar tatsächlich zwei Routen und zwei Stationen fürs Dingsens. Einfach weil da halt auch so viele Leute sind. Ich meine, das sind garant, das ist fast die ganze Bevölkerung von uns. Deswegen fangen wir einfach mal hier an.
Nach dort. Wir fahren einfach außen lang und schnappen uns dann dadurch die Leute. So, dann halten wir hier, dann halten wir hier. Dann halten wir hier. Da würde mich interessieren, wie das aussieht, weil es ja so eine besondere Straße ist. Gott, das war jetzt da. Dann halten wir hier. Kommen natürlich nicht viele Leute dadurch, ne? Das ist natürlich. Wir halten dann hier, damit wir noch ein bisschen mehr Leute catchen. Dann hier. Dann hier. Und dann haben wir, glaube ich, keine Loops mehr, ne? Das heißt, wir müssen hier weitermachen. So. Wo fangen wir diese Route an? Mit der Route können wir tatsächlich so fahren. So und dann wieder so. Das ist natürlich auch eine Idee. Also ich würde sagen, wir fangen dort einfach mit einer neuen Linie an. Fahren nach dort. Dann schnappen wir uns die hier unten. Halten hier. Halten dort. Oh Scheiße. Halten hier. Halten dann nochmal hier. Halten dort. Halten hier nochmal. Und beenden die Linie. Und hier haben wir das Olivenviertel, richtig? Jawohl. Okay, Buslinie 3 ist das. Olivenroute 1. Machen wir das mal. Weil das hier lower ist, machen wir das. Diese Farbe gehen wir dann wieder ins dunklere. Olivenroute 2. Das sind 10 Haltestellen. Huch, das wollte ich gar nicht. Das sind 8 Haltestellen. Dann gehen wir halt auch erstmal auf. Wie viele warten da? Erstmal auf 5. Same here. Da warten halt schon echt eine Menge, ne? Also das. Da müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Und den Rest brauchen wir erstmal gar nicht, meiner Meinung nach. So, wir haben eine ordentliche Nachfrage an Industrie. Also wir bauen nochmal. Also wir platzieren hier nochmal normale Industrie.